Hallo zusammen. Vor dem Kino ist für euch wie immer nach dem Kino. Heute mit dem Film Pacific Rim. Ich habe eben einem Kumpel über WhatsApp geschrieben, wo bleibt dein Video? Ein Kumpel schrieb mir über WhatsApp, wo bleibt dein Video? Er will den Film unbedingt gucken. Sagte, ich mach das Video jetzt. Also ich schrieb ihm, ich schickte ihm eine Sprachnachricht. Ich war kurz vorm Orgasmus im Kino. Der Film, der war sowas von Hammer, Hammer, mega geil. Optimus Prime kämpft gegen Godzilla. Oder wie könnte man auch sagen? Also, das war mega geil. Wenn ich jetzt mal den Film, was hatte ich während dem Film so gedacht? Gehen wir mal von 100% purer Action aus. Und dann würden wir mal sagen, der Film hat davon nur 80% und 20% Gelaber. Würde ich jetzt sagen, noch 10% mehr Action, also 90% Action. Dann hätte ich dem Film eine 1++++++ gegeben. Also der war ja sowas von hammergeil. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was hat der Film für einen Sinn? Ich hatte mir vorher auch ein Video angeguckt, wo einer meinte, der ist ziemlich sinnfrei, das kann man schon so zum großen Teil sagen. Haut drauf wie nix, der von Asterix und Obelix. Also einfach nur geil, geil und nochmal geil. Wer auf sowas steht, also auf Godzilla und auf Transformers und das gepaart, der geht da raus und ist batschnass geschwitzt wie nach einem richtig geilen Sex. Anders kann ich nicht sagen. Sinn vom Film, würde ich mal sagen, sind ja in diesen komischen Transformer-Robotern so zwei Leute drin, die sich eigentlich sehr gut kennen sollten. Aber manche kennen sich nicht so gut, aber man sind halt Menschen, die auf der gleichen Wellenlänge liegen. Man könnte dazu vergleichen, hatte ich gedacht, wie mit einem Ehepaar. Der eine soll den anderen halt eigentlich in- und auswendig kennen, aber ja, und so ist das hier mit den Leuten, die in dem Roboter sitzen, die sind miteinander verbunden, der eine weiß haargenau, was der andere denkt, kennt die Vergangenheit und so weiter. Und die Leute können sich gegenseitig zu 100% aufeinander verlassen, so sollte das ja mal auch in der Ehe sein. Oder vielleicht sogar optimal in einer sehr guten Freundschaft, wo man weiß, was der andere denkt. Also was soll ich großartig sagen? Ich bewerte den Film mit einer 1. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal einen Film mit einer 1 bewertet habe, um die Sache zu toppen. Ich sage einfach mal 1+. Also der Film war absolut mega geil. Also wer auf sowas steht, kann ich einfach nur sagen, jo, Hammer. Muss man unbedingt gesehen haben. Was soll ich groß sagen? Boah, ich bin immer noch irgendwo etwas sprachlos fasziniert und was nicht alles auf einmal. Ja. Soll ich noch ein bisschen was erzähle ich mal. Aber nur so ein klein bisschen. Da ist halt so eine Art Tunnel, würde ich mal sagen, von den Bösen auf der Erde. Und diesen Tunnel, den müssen sie kaputt machen. Das schaffen sie natürlich auch. So viel verrate ich mal, aber mehr natürlich nicht. So, da würde ich mal sagen, vor dem Kino ist nach dem Kino. Schöne Feiertage, guten Rutsch, frohe Ostern und bis demnächst. Tschö mit euch.